79.03, 196. Habt ihr euch auch schon gefragt, was eigentlich die ganzen Zahlen in eurem Scheckkartenführerschein bedeuten? Genau diese Frage beantworten wir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Christina Benike und ich bin Clubjuristin. Und wenn ihr gerade dabei seid, euren Führerschein zu machen, dann abonniert am besten gleich unseren Kanal und ihr seid beim Thema Mobilität und Führerschein immer auf dem Laufenden. Ein Blick auf die Rückseite des Führerscheins kann so manche verwirren, denn da stehen nicht nur die Fahrerlaubnisklassen und das Datum, wann die jeweilige Klasse erworben wurde, drauf, sondern auch eine Vielzahl an Schlüsselziffern. Aber was bedeuten die eigentlich? Das wissen nur die wenigsten und genau das wollen wir ändern. Warum nicht einfach wie früher nur die Klasse 1, 2 oder 3 eintragen und das Erteilungsdatum fertig? So einfach ist es leider nicht mehr. Denn 1999 haben wir neue Führerscheinklassen bekommen, und zwar in Form von Buchstaben. Und diese neuen Klassen sind nicht deckungsgleich mit den alten. Hier sollen die Schlüsselziffern helfen, um diese Unterschiede auszugleichen. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, schnappen wir uns jetzt einfach mal die Pkw-Klasse 3. Mit dem Führerschein der Klasse 3 durfte man nicht nur 3,5 Tonnen, wie heutzutage mit einer Klasse B, sondern auch 7,5 Tonnen plus Anhänger fahren. Das heißt, auch ein Teil der aktuellen Lkw-Klassen war umfasst. Was mache ich jetzt aber mit einem Inhaber der Fahrerlaubnis Klasse 3? Gebe ich ihm nur die B-Klasse, wäre das zu wenig, gebe ich ihm aber die Lkw-Klassen, ist es zu viel. Hier hilft eine entsprechende Schlüsselziffer, und zwar die CE79. Sie schneidet die Lkw-Klasse zu auf den Umfang der ehemaligen Klasse 3. Genauso verhält es sich mit der Möglichkeit, dass ich mit der Klasse 3 auch dreirädrige Kraftfahrzeuge führen konnte. Heutzutage ist es so, die dreirädrigen Kraftfahrzeuge sind in der Motorradklasse und nicht mehr bei den PKWs. Ich kann aber natürlich wiederum dem Inhaber der Klasse 3 nicht einfach volle Motorradklassen geben. Also schneidet man auch wiederum die Motorradklasse mit einer entsprechenden Schlüsselziffer, und zwar mit der 79.03, den Klassenumfang so zu, dass er die dreirädrigen Kraftfahrzeuge umfasst. Wen das jetzt genauer interessiert, welche Buchstaben und Zahlen ihm im Falle eines Umtauschs tatsächlich eingetragen werden, dann empfehle ich euch unsere Internetseite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir einige Umtauschbeispiele dargestellt. Schlüsselzahlen beziehen sich aber nicht nur auf den Umfang der Klasse, sondern auch auf Auflagen und Beschränkungen. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch gleich. Die Schlüsselzahl steht in Feld 12 deines Führerscheins. Und damit werden Zusatzangaben, Auflagen und Beschränkungen eingetragen. Bezieht sich die Schlüsselziffer auf eine einzelne Fahrerlaubnisklasse, dann ist sie in Feld 12 in der Zeile der betreffenden Klasse vermerkt. Soll sich die Schlüsselziffer, zum Beispiel bei dem Eintrag Brille, auf sämtliche erteilten Klassen beziehen, dann erfolgt der Eintrag in der letzten Zeile des Feldes 12 unter den Spalten 9 bis 12. Einen Überblick über alle Schlüsselzahlen findet ihr in der Anlage 9 zur Fahrerlaubnisverordnung. Und einen Überblick wiederum über die gängigsten Codes findet ihr außerdem auf unserer Homepage. Auch den entsprechenden Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Erweiterung einer Fahrerlaubnisklasse durch eine dreistellige Schlüsselziffer, das ist eine sogenannte nationale Schlüsselziffer, gilt nur in Deutschland. Ein Beispiel wäre B zusammen mit der Schlüsselziffer 196. Denn diese Schlüsselziffer bedeutet, dass ihr eben nicht nur ein Auto, also B, fahren dürft, sondern auch eine 125er. Und wenn ihr mehr zu dieser Konstellation wissen wollt, dann empfehle ich euch unser entsprechendes Video dazu. Die EU-weit geltenden Schlüsselziffern haben demgegenüber nur zwei Ziffern. Ein Beispiel ist die Eintragung der Ziffer 01, bedeutet allgemein die Korrektur des Sehvermögens und oder Augenschutz, wie es so schön heißt. In eurem Führerschein steht dann beispielsweise 01.01 für Brille oder 01.02 für Kontaktlinsen. Die vier Zahlen sind Untergliederungen der zweiziffrigen Schlüsselziffer 01. Hast du einen Eintrag im Führerschein, der besagt, dass du deine Brille während der Fahrt tragen musst und du hast sie nicht auf, kommst in eine Kontrolle, dann drohen dir 25 Euro Verwarnungsgeld. Ein Verstoß gegen eine Auflage kann aber auch wesentlich teurer werden. Ein Beispiel ist, du bist Inhaber der Klasse B17, also nimmst am begleiteten Fahren teil.
und du fährst, ohne deine Begleitperson dabei zu haben. Wenn du gegen diese Auflage verstößt, dann kostet das Ganze nicht nur 70 Euro und einen Punkt, sondern deine Führerscheinklasse B und falls du die gemacht hast, auch BE werden widerrufen. Auflagen sind außerdem immer fahrerbezogen und stehen ebenfalls im besagten Feld 12. Es ist deshalb relativ schwierig für den Fahrer zu erkennen, ob die Schlüsselzahl eine Beschränkung, und zu der kommen wir gleich, oder eine Auflage beinhaltet. Aus diesem Grund informiert dich deine Führerscheinstelle bei Aushändigung des Führerscheins auch genau über diesen Punkt. Eine Beschränkung der Fahrerlaubnis bedeutet im Gegensatz zur Auflage eine inhaltliche Begrenzung. Die beschränkte Fahrerlaubnis wird nur für bestimmte Fahrzeugarten, eine bestimmte Klasse, für ein bestimmtes Fahrzeug oder für Fahrzeuge mit bestimmten technischen Einrichtungen erteilt. Eine solche Einschränkung der Fahrberechtigung erfolgt zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen, wo insbesondere Fahrzeuganpassungen, also an die Schaltung, Kupplung oder Lenkung, erforderlich sind. Wer eine beschränkte Fahrerlaubnis überschreitet, begeht eine Straftat. Fahren ohne Fahrerlaubnis wäre das in diesem Fall. Es droht eine Geldstrafe und die Entziehung der Fahrerlaubnis. Jetzt wisst ihr, was die Schlüsselzahlen in eurem Führerschein bedeuten. Und alles weitere zum Thema Führerschein erfahrt ihr in unseren Videos.